Hi. Da sind wir wieder. Nach fast einem Monat. Bei Pixelbrei. Bei Pixelbrei? Was? Ja, previously Pixelbrei. Mittlerweile läuft. Geht's ja wieder. Wir haben ja wieder dran rumgebastelt, bis es wieder lief. Ja. So, ich möchte ich gerne hier rumlaufen. Es ist so hell und weiß, ja. Hell ist einladend, natürlich. Sind das Cybercellen? Oder was heißt Cyber? Moderne halt. Zellen. Jo, irgendwie hier so. Gefängniszellen, ne? DNS-Probe, noch eine, okay. Ich will gar nicht wissen, wo die herkommen. Ich weiß aber mittlerweile, wofür du sie brauchst. Okay, gut zu wissen. Will ich mit dem Kerl reden? Nicht mit dem Kerl reden. Oder doch, oder wie, oder was, oder wie? Das war eine Frage, willst du nicht mit dem Kerl reden? Achso, ich möchte erstmal die Zellen hier bestaunen. Und alle zu. Mal retrospektisch mit denen in Pyritus vergleichen, die immer so wirklich abgewagt aussehen dagegen. Wer hat gesagt, dass das Zellen sind? Ich weiß nicht, es sieht irgendwie so aus. Außerdem sind sie ja zugeschlossen. Wer sperrt bisher schon in einem Labor Räume zu? Hi. Mhm. Ich muss irgendwie erstmal hier die hinkriegen, dass das ein bisschen flüssiger läuft bei mir hier. Seit ich hier arbeite, habe ich mich immer um Pokémon gekümmert. Wollt ihr auch ein Pokémon haben? Ja. So, das tut mir leid. Man hat sie schon alle abtransportiert, sind doch Zellen gewesen. Ich würde es eher Gehege nennen. Ist dasselbe. In den meisten Fällen zumindest. Zeitengänge. Du siehst nach der Tür aus. Dieser Gang ist nur dazu da, um dieses komische Teil zu zeigen. Es sieht einfach so verdammt nach der Tür aus, das Ding hier. Na gut. Das ist nur ein dickes Stück Metall. Okay. Ja, stimmt. Wieder an der Seite auch. Surprise! Hier ist Betreten verboten. Ach, da machst du jetzt auch mal Frauen. Okay. Beklage ich mich nicht drüber. Das ist keine richtige Frau. Das ist Kryptoknecht Mara. Ich spricht eben so, weil sie kann. So. Hoffen wir, dass die Framerate nicht schon wieder abstürzt. Weil Kämpfe habe ich noch nicht getestet gehabt. Das wäre eine dumme Idee gewesen, sag ich dir. Ja, ja. Augen? Nichts, ja, ja, Augen. Oh, da ist ein Pokémon. Wer hätte es gedacht? Es ist ja nur 3 Level über den anderen und damit komplett auffällig. Ja. So. Denkt. Kannst du da erstaunlich wenig tun hier? Obwohl ich überlege gerade, Forstelka dürfte Käferstahl sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Das heißt Geheimbau? Oder doch Unlicht? Nichts davon eigentlich. Pupita ist Unlichtboden? Ne, Drache schon, glaube ich. Dracheboden dann? Oder Drache Unlicht? Ne, hat auf jeden Fall Dracheboden. Das ist schwer. Okay. Oder doch nur Unlicht? Ich weiß es nicht. Ich verwende es. Es ist schwierig, okay. Auf jeden Fall nicht unbedingt mit nach Tara sinnvoll in keinem Fall. Also ich sehe gerade, warum ist Psyana eigentlich so weit unterlevelt? Weil ich es ewig lang nicht mehr draußen hatte. Hm, ja. Kein Power of Stelka mehr kann ich glaube ich nicht machen, oder? Oder doch eher beißen. Das ist ineffektiv. Du kannst auch mit Biss auf Stelka gehen. Ob das viel mehr bringt, weiß ich aber nicht, aber du hast eben im immense Step drauf. Okay. Konfusion auf Pupita, das sollte Schaden machen. Es läuft flüssig. Schön. Also es ist schon mal nicht Unlicht. Okay. Wie gesagt, Stahlkäfer. Naja. Okay. Gut, es ist ja auch 13 Level drüber. Nur. Was wechselt sich zuerst aus? Natara, weil es ineffektiv ist, oder Psyana, weil es schwach ist? Wie wär's mit beiden? Theoretisch schon, ja. Wann habe ich da mehr Plex reingepackt? Egal. Ist schwierig. Also ich persönlich würde tatsächlich zu Dammelplex tendieren. Ja, wird wohl sein müssen.
kann ich Bablo eigentlich auch rauspacken, weil 33, das ist schwächlich eigentlich. Also dann mein Plex. Ja. Sonst beim anderen würde ich dann sagen, wahrscheinlich Sneebel, weil wenn es nicht undicht ist, dann wird das wohl Drache mit sein und dann ist das effektiv. Schauen wir mal. Oder das ist nur Bo, das kann natürlich auch sein. Jupiter verwende ich einfach nie. Weil ich irgendwie nicht so der Despotar-Grinder bin. Ich grinde ja nicht so auf Despotar hoch. Okay. Auch so eins von denen, die sich irgendwie auf Level 50 oder 60 entwickeln lassen, ist es mir nicht wert. Auch wenn Despotar ein geiles Pokémon ist. Ich habe das, glaube ich, in einem Spiel sogar drin, irgendwo in meinem normalen Team. Keine Ahnung. Macht auf jeden Fall weiter, ist weniger Schaden. Das könnte ein Problem werden. Glaube ich. Wahrscheinlich wird das auf Sneebel gehen. Also. Ach, das hat noch keine Eisattacken. Ah, ich bin auch dumm. Da noch komplett zu. Egal, einfach draufhauen. Das hält einiges aus, das Vieh. Boah. Och ja. Damn here, Plex, you did good. Na? Oh. Oh, das hat weniger Schaden gemacht als erwartet. Allerdings. Dann sei halt furiös. Egal. Du hast gedacht, dass es dir egal ist. Es ist mir eigentlich auch so. Ich glaube, weiter runter gehe ich da nicht. Ja, auf jeden Fall solltest du nicht mit Kryptoschlag weiter runter gehen. Ciao, Sneebel. Och, perfekt eigentlich. Geht selbst mit Kryptoschlag weiter runter. Das ist schön. So. Einfach Wablo als Fleischschilde. So grausam. Ja. Auch so unglaublich grausam. Ja. Gut. Bablo ist ja eh immun gegen Schaufler, also. Also wenn, doch muss es eigentlich sein. Irgendwie bezweifle ich es, aber naja. Ich habe keinen Superbälle mehr. Das hat einen Hyperball, okay. So dringend will ich was Hellcat jetzt zwar auch nicht haben, aber. Ey. Für normalen Pokéball ist, glaube ich, zu stark. Ich weiß nicht, an sich ist Käfer-Steier eine interessante Kombi, aber ich habe Frost Helka einfach nie gespielt. Nie. Mach ich besser andersrum. Ich rufe 4 und setze dann Pokéball ein. Aha. Planen. Sollte man vielleicht auch mal machen von Zeit zu Zeit. Krallball. Ja. Es ist aber auch interessant, wie Team Krall auf Englisch einfach Team Snag'em ist, ne? Mhm. Ja, das Snag'em auch. Ja, wie gesagt. So, mal schauen, womit gehe ich jetzt eher auf Pobita? Damhierplex, weil Damhierplex mehr Schaden machen wird. Macht Sinn. Auch wenn Pupita meines Wissens eine ziemliche physische Verteidigung hat, aber. Who cares? Was anderes habe ich halt momentan nicht. Eben. Wasser wäre jetzt extrem praktisch. Ja, gut, Mantax habe ich da, aber. Mantax ist aber eh schon OP. Ja. Ich meine, ist egal. Ich grind das einfach so voll hoch. Ach, in Toho man ja auch, oder klappt das recht gut? Immer nur einen hoch und den Rest hinterher, oder wie? In dem Fall 3 hoch und den Rest hinterher, ja. Achso, ja. Na, ich weiß nicht, ich hab das. So, damals bei meinen allerersten Editionsspielen habe ich das auch so gemacht. So. Das ist aber ewig her, da war ich ja wirklich noch wirklich sehr jung in dem Fall. So, ist ja egal. Ich hab mein Tour Talk, das ist einfach schon nach dem dritten Arena ist der Level 200, das passt schon. Ich hab Gesang schon. Ja, toll! Das bringt dir so viel jetzt, wo du das Krypto-Pokémon schon hast.
Och, ich meine, ich kann Zubat kurz einschläfern. Ich weiß nicht. Gesang hat eigentlich, wenn du es einsetzt, eine Trefferquote von minus 180. Versuch's. Also. Ach so, wie ein Jo. Damien Plex kann dich echt nicht leiden, oder? Aber ja. Ja. Warten ab, bis Damien Plex die erste Psycho-Attacke kriegt. Die es ja hoffentlich kriegen sollte, weil es immerhin Psycho-Pokémon ist. Ja, um das so schlagen, rufe ich es jetzt einfach mal. Gegen besseres Wissen und so weiter. Ich weiß nicht, müssen die sich nicht eigentlich dumm fühlen, den ganzen Tag ihren eigenen Namen zu rufen? Eigentlich schon. Ja, jetzt kann ich es nicht mehr rufen. Toll. Schwächling. Noch ein Volltreffer, glaube ich. Dann halt Mantax. Ist ja eh fast 42. Ja. Hüpf. So, Lupfstrahl. Ja. Lupfstrahl sollte Pupita kaputt kriegen. Ja, und wenn nicht, dann halt jetzt auf jeden Fall. Und ansonsten ist halt dann das dran, was als nächstes kommt. Ist der Kryptoschlag, kann der eigentlich kaum bis gar nicht schaden. Zumindest mir. Ja, dir eben schon. Hey, Wablu. Hey, hast du jetzt ein Elektro-Pokémon dabei? Hättest doch gegen Zubat kein Problem. Ah. Ein episches Wablu on Wablu Battle. Dein nächster Kryptoschlag bringt dich übrigens um. Ja. So. Schon sind noch die beiden draußen, ne? Ja. Es war, glaube ich, alles nur auf einen drauf, ne? Mhm. Wollen wir es dann mal hier. Flügelschlag oder Blubstrahl? Ich meine, von AP ausgehend ist Blubstrahl hier besser. Müsste es eigentlich. Flug ich weiß nicht genau, wie viel Schaden was macht. Ja, aber Flug auf Flug ist auch normal effektiv, also. Ja, ja, mach. Ach, weißt du was? Ich bin mal nett. Kriegst einen Trank. Normalen Trank, yay. Ja, ich meine, mehr kann man da nicht wirklich. Ui, das ist schön. Ist genau wie so die Tatsache, oh, dir ist dein Bein abgefallen. Kriegst ein Pflaster. Mhm, kriegst einen Gummipunkt. Nein, das ist meins. Kannst du in die Ader stopfen? Dann verblutest du wenigstens nicht. Natürlich singt es mich jetzt an. Oder auch nicht. Ist Wablu im Mund gegen Gesang? Nö, es war kein Gesang. Was nicht? Was war's dann? Gesang macht keinen Schaden. Es hat einen Schaden gemacht, glaube ich. Wenn überhaupt. Ja. Ich weiß nicht, wer das jetzt war. Ich habe nicht drauf geachtet, diesmal wirklich. Okay. Wo war ich gerade? Egal, war nicht weiter wichtig. Glaube ich zumindest. Ach, Verfolgung war's, okay. Huch. Hat der nur einen Schaden gemacht? Ich wollte es dir ja nicht gesagt haben, aber. Was denn? Ich kenne Verfolgung nicht. Nö, aber, du hast doch eigentlich. Hättest sehen müssen, wie viel Schaden es gemacht hat. Hat, meine ich, nur einen Schaden gemacht. Ich habe dann auf 14 hochgehalten, meine ich. Nee, ach so, auf 24. So, nee, Quatsch, 24 habe ich hochgehalten, so rum. Dann waren es halt 11 Schaden. Wayne. Weiß ich nach der Aufnahme dann sowieso raus.
Ich bin so herzlos zu meinem Pokémon, ich weiß. Die warst du übrigens. Mhm, ich weiß, das war ein Gedankengang von ihr. Ausreden, Ausreden. Und plötzlich ist sie verpufft. Ja, wie gesagt, sie war gar nicht echt. Ja. Deswegen musste sie auch nicht richtig reden. Ausreden, Ausreden. Das sind keine Ausreden. Doch, natürlich sind das Ausreden. Blanke Tatsachen, Fresse. Hallo. Willkommen zurück auf mein Labor. Ich wollte gerade sagen, den spreche ich nicht auch noch. Kommt Knecht Chabez. Chabek. Was weiß ich. Ich hätte mich vielleicht heilen gehen sollen. Ja. Solltest du übrigens öfter tun in dem Bereich, ganz dringend. Egal. Man gewöhnt sich an meinen schnellsten Weg. So. Hochrennen, raus auf die Weltkarte. Naja, ich weiß, und dann in Aukos rein. Du bist auf Ariados, glaube ich. Ariados ist Käfer. Macht auf jeden Fall mehr Sinn als auf Rihorn, ja. Aber trotzdem nicht allzu viel Sinn. Mach einfach. Konfusion auf Ariados müsste Sinn machen, ziemlich viel. Aber von mal nicht zu viel. Boah, passt. Ja, sind immerhin 13 Level, ne? Oh. Übrigens, ciao, Psyana. Du bist so unglaublich herzlos einfach, ne? Das könnte eine Herausforderung werden. Auch mit Mantax? Rihorn ist damit eh schon tot mit Mantax? Oder auch nicht? Das ist die Frage, greift es nach Zaran oder das noch gewesene Psyana? Schwer zu sagen, ich tippe eher auf Psyana. Also Mantax jetzt allerdings, okay. Ach richtig, das war ja verbuddelt. Egal. Ich sag's noch und vergesse es dann, das ist... Ich wollte es gerade gar nicht mehr erwähnt haben, aber genius, ja. Genius. Das ist viel Schaden. Und Gift? Nein, ich dachte schon. So, dann schön hier Bälle werfen. Ja. Dann eben Blubstrahl. Jo. Oh, hoffen wir mal. Aber wenn ich das jetzt beim ersten Mal fange, das würde meine Siegeschance noch mal einiges. Vielleicht solltest du dich ab diesmal auch wirklich darum kümmern, deine Pokémon am Leben zu erhalten und nicht einfach nur, dann stirbt der halt, mir egal. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh ja. Das wird definitiv eine Herausforderung. Ja, du hast Flügelschlag und so. Gut, ist trotzdem sehr effektiv gegen mich, meine ich. Ja. Also als Mantax. Ist es auch. So. Das heißt, wir wahrscheinlich Mantax angreifen. Ich würde nicht mit Nachtara ein Item einsetzen. Nicht? Achso, ja, stimmt. Das ist ja so rum. Wieso kann ich auf Nachtaras Zug für Mantax das einsetzen? Doch, kannst du. Kann ich nicht? Kann ich doch? Oder was wie? Du kannst für wann Mantax das einsetzen. Ja. Ich überlege nur gerade, macht es mehr Sinn, Mantax hochzuheilen, im Nichtwissen, ob er den nächsten Schlag überlebt? Eigentlich obwohl, schon. Ja, doch, ja, komm, mach das lieber so, passt schon. Weil ich glaube, Nantara macht nicht so viel Schaden. Dann... Doch, wieder. Warum ich will Reptile immer an Pokémon, was ich da nicht denken muss, aber naja. Ich weiß. Wo sind jetzt eigentlich so unglaublich große Schritte? Von 20 auf 200. Es ist 20, 50, 200. Okay, dann habe ich das den 50er-Frank einfach nicht.
Übertrank ist das. Okay. Und eigentlich ist es 20, 50, 60, 80, 100, 200. Ja, gut. Ui. Bis. Bis? Okay. Weil wegen Step. Stimmt. Lol. Manta, Reptine, du bist unglaublich schwach. Halt nur Megasauger, kein Gigasauger. Trotzdem. Ja. Hm. Eine unglaubliche Kraft. Wo, in deinem Kopf oder was war? Wie man den Kopf festgehalten hat. Nein, die Kraft, die man DAX in der Luft hält. Ja.